Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6, euer Remco auf Remco LP. Ein neues Projekt, ein neues Spiel, einfach nur episch. Vor allen Dingen diese Musik, ne? Wahnsinn. Nochmal Spiel erstellen. Nehmen wir einfach den Friedrich Barbarossa. Häuptling. Kartentyp. Nee. Misch ist cool. Kartengröße zu groß. Da rechnet und rechnet er ewig. Diese Musik episch. Und wir nehmen Standard. Bis gleich. Des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. O großer Friedrich, König der Deutschen, euch obliegt es, aus den unabhängigen Staaten, die euch umgeben, ein Reich zu formen. Ihr seid ein geborener militärischer Anführer. Nutzt diese Fähigkeit, um euch die Städte untertan zu machen, damit sie zu blühenden Zentren des Handels und Handwerks werden. Auf das einst die Barden vom mächtigen Friedrich mit dem roten Barte singen werden, dem großen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. So, und das ist für mich die erste Runde und die spiele ich mit euch. Und diese Musik ist einfach nur episch. Was haben wir hier denn? Pferde! Oh, Stein, Weizen, Reis. Oh, das ist ja schon mal der perfekte Gründungsort. Und das jetzt mal so salopp groß zu sagen, großkotzig. Also, besser geht's ja nicht. Salz. Guckst du, ist ja perfekt. Wir gehen dahin. Ja. Okay, wenn ich die Stadt jetzt hier gründe, hier, dann müsste ich ja so gesehen. Jetzt habe ich nicht aufs Wasser geachtet. Naja. Ja, wenn ich die Stadt jetzt hier habe. Verdammt. Können wir noch einen Neuanfang? Ach, ist auch egal. So, als erstes bauen wir uns. Ja, was bauen wir uns? Ein Handwerker oder ein Speer? Handwerker wäre Quatsch.
Wir können noch nichts. Wir haben Forschung, was können wir höchstens machen? Tja. Gar nichts. Weiß. Segeln, gründet eine Schlange, Küste, gut, okay. Doch, machen wir erstmal Keramik, würde ich sagen. Dann können wir so in aller Ruhe. Speer. Brauchen wir uns einen Speer. Auf zur nächsten Runde. Hätte ich sie mal doch lieber da gegründet, hätten wir nämlich einen Stein, Weizen im Einzugsbereich, hätten wir nicht nur Reis. Nächste Runde. So, die lassen wir mal lieber hier drinnen, verschanzt nicht, dass hier gleich irgendein Speer kommt oder sonstiges in unsere Stadt einnimmt. Na, war es das gewesen, dann wäre diese Runde ziemlich kurz gegeben. So, Gesetzgebung haben wir, was haben wir? Militär, Politik. Na hallo, erstmal Stadtplanung. Erstmal auf Wirtschaft setzen ordentlich. Glauben, weiß ich jetzt nicht, wie wichtig Glauben ist. Das ist für mich auch so gesehen mit ein neues Spiel. Komplett neu, komplett nackt. Reiten wir jetzt einfach rein in den Untergang. Guck mal, da ist ein See. Zur Karte, was habe ich genommen zur Karte? Ganz einfach, ich habe genommen Standard, 8 Spieler groß. Habe auch schon mal einen Test gemacht mit 12 Spielern, aber das war so unglaublich lange hat das gedauert, die Ladenzeiten, weil da hast du ja 12 Spieler, die ein PC berechnen muss, die KI und jeder macht seinen Zug und das dauert. Das ging mir ein bisschen auf den Sack. So, sind wir jetzt mal fertig. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Aha. Wenn ich jetzt erzähle, mir mehr klicke, wie hier, könnt ihr alles nachlesen. Also, ist schon ziemlich geil gemacht alles, ne? Bardier, Talgus, Peter. So, wollen wir ihn mal... Speer. Gehen wir mal Norden. Da habe ich so ein Gefühl. Dann gehen wir da mal hin. Perfekt, schön Berge hier im Rücken. Niedler, jetzt schon? Was ist mit euch los? Jetzt können wir uns einen Handwerker bauen. Das dauert 12 Runden. Dann ist die Keramik fertig. Wo wir noch eine Runde warten können, ne? Ich dachte, Ton müsste sich in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Jane Twitch. Dieses Lied kommt mir sehr bekannt vor. Falls einer von euch dieses Lied kennt, bitte schreibt mir es in die Kommentare. Hier tut das Quatsch. Ich würde mal sagen, wir nehmen als erstes... Was nehmen wir denn? Brauchen wir nur. Wollt ihr für Bewässerung, um das abzubauen? Plantage. Bananen, Gewürze, Zucker, Tee, Tabak, Wein. Ah, alles klar. Das ist ja top. Das war für Bombenbergbau. Guck mal, wir haben uns schon ver... Nice. Dann würde ich sagen, in den Bergbau. Dann können wir nämlich die Steine hier abbauen und das ergibt uns nochmal einen schönen Bonus. So, Ah, Kunde automatisiert. Oh, guck mal hier, noch mehr Milch. Oh, was haben wir hier? Und da gehen wir doch gleich mal hin. Ein Dorf. Da könnte so einiges sein. Zwei! Oh, Speer. Ein böser Speer. Los! Pattsituation. Supi. Ja, würde ich sagen, nächste Runde machen wir den Speer platt oder wir rennen doch gleich schon schnell zum Dorf. Da könnten nämlich, glaube ich, Ressourcen, also Forschung sein, Einheiten. Perfekt. Speer sind nämlich sehr wichtig. Guck mal, haben wir noch ein Speer. Was ist denn hier los? Und wenn ihr diese Dörfer jetzt nicht gleich einnimmt oder zerstört, wird auch gesagt, ach, guck mal. Unser erster Freund, den wir gefunden haben. Freund oder Feind?
Wir wollen nicht mit dem reden. Wir wollen uns das Zeug da unter den Nagel reißen. Wenn wir die nicht zerstören, kommen da immer wieder Barbaren raus und darauf habe ich auch keinen Bock drauf. Aber Stadtquest, was ist hier? So, wo sind wir denn? Ihr seid auf Platz 2. Cool. Kultursieg, und wir können das Spiel sein. Wir sind Platz 5, Platz 5, Platz 3. Was Religionskrieg? Wir haben doch keine Religion. Mit euch los. Stadtstadt Hatutschke. Okay. Was können wir denn mit dem machen? Okay. Stadtstadt. Okay, ich glaube, die können sich uns anbieten. Anschließen. Wollen wir uns auf die gute alte Taktik. Ui, Mystik. Mega nice. Wollen wir uns nach der guten alten. Was? Oh, guck mal, noch ein Dorf. Wollen wir uns nach der guten alten Taktik. Wir nehmen euch einfach rein. So. Nein. Noch ein Stammesdorf. Mega nice. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Will Rogers. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Thomas Hobbes. Okay. Wollen wir unsere Politik ändern? Na, auf jeden Fall gegen Barbaren. Achso, gut. Dann machen wir das nur rein. Und zum Anfang ist es, glaube ich, mal wichtig, dass wir ordentlich Produktion in der Stadt haben. Politik bestätigen. Ja, das ist unsere politische Agenda und die ist jetzt umgesetzt. 40 Gold, na super. Beförderung für 5 Gold. Alles klar. Hey, ihr bleibt da mal schön verschanzt in Aachen. Boah, schon wählen wir jetzt aus. Was nehmen wir denn Schrift? So, was haben wir gesagt? Nö, das brauchen wir auch nicht. Eigentlich sind wir jetzt ziemlich frei, was wir so uns nehmen könnten. Schrift, damit wir uns frühzeitig mit irgendwelchen Handwerkskunst, oder? Politik, Produktion für Handwerker, Produktion. Na, und fertig auf Einheiten in der antiken Klasse. Oh, nee. Was Karawan? Was Karawan? Sehe rein. Was? Jetzt komme ich gerade nicht klar auf dieses Wort. Was heißt das? Karawan? Sehr rein. Okay. Händler. Seefahrtindustrie? Brauchen wir noch nicht wirklich, oder? Guck mal, wir sind hier. Erstmal müssen wir weiter. Weiß ich nicht. Machen wir erstmal. Okay. Jetzt so spontan gesagt, auch mal nach hier oben bewegen. Oder hier hin. Aber ganz ehrlich. Eine Beförderung fähig. Oh, dann komm mal her. Oh, Beförderung. Ne, folgt mir mal. Ja, hallo. Auf jeden Fall. Hallo? Gehst du runter? Erst gehst du? Was? Das ist ja. Ha! Ein Fauxpas! Stille. Oh, das liegt wieder von vorne aus. Ah, Mensch, wirkt das gut. Mal hier hin, was haben wir hier? Noch ein Dörflein. 2! Und nehmen wir das. Also ich sehe schon, wir haben hier viele Gegenden. Schöne große Städte bauen können. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann
kann viel effektiver und lukrativer sein als einfache Modernisierungen wie Bauernhöfe und Minen. Zu schreiben bedeutet zu teilen. Es ist ein Teil des menschlichen Wesens, Dinge teilen zu wollen. Gedanken, Ideen, Meinungen. Paulo Coelho. Forschung, was wollen wir für eine Forschung gehen? Steinmetzkunst. Ja, Stadtmauer wären hier, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wo wir das Rad auch eine Ressource hat. Oh ne, das kriegen wir dann automatisch, wenn wir da ein Bergwerkchen bauen. Bewässerung genauso. Wir sagen Astrologie. Nehmen wir mal die Astrologie. Was seht ihr? Also, 5 Runden noch. Wie geschenkt. Ah ja, hier können wir auch eine schöne Stadt reinbauen. Oder doch direkt hier raus? Wir werden sehen. Dann haben wir endlich unsere Handwege. Folienmodellierung. Nein, wir bauen erstmal, damit wir unsere Produktion erhöhen können, eine Mine hier. Ein Steinbruch. Denn. Das ist ja mal eine geile Karte. Denn wir brauchen Produktion. Es gibt Felder, die haben Produktion. Wenn ich das jetzt gleich wieder finde. Genau. Hier ist es ratsam, was zu bauen, was Nahrung produziert. In diesen Feldern. Auf diesen Feldern ist es. Na, hier ist es auch ratsam, eher sowas zu bauen, was für Produktion gut ist. Kann aber auch mit Nahrung machen. Und hier auf jeden Fall was mit Nahrung zu tun. Genau dasselbe ist auch, wenn du hier nur ein Rädchen hast. Oder drei Rädchen. Oder zwei. Immer schön an Produktion denken und an Leute. Campus. Das ist jetzt auch neu. Es gibt jetzt auch natürlich gleich den Kornspeicher, aber es gibt jetzt auch Bezirke. Ein Campus macht zum Beispiel mehr Forschung als eine normale Erweiterung, wie wir gerade mitgekriegt haben. Bloß man muss sich überlegen, wo man das hinsetzt. Ein Campus macht, hat einen erhöhten einen erhöhten, wie sage ich das, Bonus, wenn du es in Nähe von Bergen baust. Hast einen Berg, glaube ich, 30% und bei Dschungeln und Wäldern ist es genauso, aber da brauchst du zwei Felder. Also ich vorschlage, du brauchst die Uniform hier hin, wenn wir dann das Gebiet haben und dann hat sich die Sache. So, genug gelabert. Spawnspeicher. Dann könnt ihr jetzt hier mal bitte dahin und dann so nächste Runde, okay. Ja, baut mir mal was. Bitte? Bauen wir jetzt einen Bauernhof hin, da auch ein Bauernhof, ist ja wohl klar, ist ja Nahrung. Und wenn wir das Gebiet dort haben, bauen wir dort noch einmal Dings hin. Noch ein Stein. Nicht so gut. Toronto. Und wie wähle ich diese an? Situation doch momentan. Okay. Entwicklung und Ausrichtung Handwerkskunst hat großen Fortschritt. Na, mega geil.